Ein herzliches Willkommen bei Kanal 3 Astro Coaching mit den Monatsvorausschau März 2014, ein Monat, das sehr interessant wird. Nachdem es im Februar keinen Neumond gab, starten wir am 1.3. mit dem ersten Neumond im März zwischen Chiron und Neptun. Dieser Aspekt ist sehr spirituell, medial und heilend für alte Verletzungen und Wunden. Dieser Neumond kann uns in unserer Kreativität und Zwischenmenschlichkeit herausfordern. Er kann uns verdeutlichen, wo unsere innere Kraft steckt. Am 2. März wird Mars in der Waage rückläufig und bleibt dort bis 20. Mai 2014. Das Sternzeichen Waage ist nicht unbedingt der Lieblingsort des Kriegers Mars, denn hier gilt es, mit Verständnis, Diplomatie, Freundlichkeit mögliche Konflikte zu entschärfen. Das hat damit zu tun, friedvolle Mittel zur Problemlösung für unsere hektische Zeit zu finden. Mars kann hier Kunst, Theater, Musik, Architektur und die Schönheit unterstützen. Für Vertragsabschlüsse, Prüfungen etc. ist jetzt Vorsicht geboten. Denn gleich am nächsten Tag, am 3. März, wird Saturn in Skorpion rückläufig. Er bleibt dort bis 21. Juli 2014. Im Skorpion, das Tierkreiszeichen der Tiefgründigkeit und Geheimnisse, hat Saturn in den letzten Wochen und Monaten viele, zum Teil auch schwierige und schmerzhafte Prozesse angeregt. In dieser Phase der Rückläufigkeit gilt es, diese Erfahrungen zu verarbeiten, um eventuell manches zu korrigieren, wenn Saturn am 21. Juli diese Bereiche im Tierkreis wieder erreicht. Die Venus wechselt am 5. März vom Tierkreiszeichen Steinbock in den Wassermann. Im Wassermann ist die Venus sehr experimentierfreudig, freiheitsliebend und unanpassend. Und so werden Themen im Bereich Liebe und Partnerschaft aussehen. Es sollte uns klar werden, wie viel Freiheit braucht man selbst und unser eigener Partner. Am 6. März nimmt unser Gönner, Planet Jupiter, wieder seine Direktläufigkeit an. Das heißt, er unterstützt uns ganz besonders im Bereich Familie und alles rund um unser Zuhause. Nun kommen wir zum Vollmond am 16. März, Vollmond in Jungfrau. Dieser letzte Vollmond vor dem Frühling kann uns mit Glaubenssätzen in Kontakt bringen. Denn die Zeichenachse Sonne in Fische und Mond in der Jungfrau verkörpert den Gegensatz von Rationalität und Genauigkeit sowie Spiritualität und Kreativität. Der Vollmond kann diesen Gegensatz sowohl uns als Individuum als auch in der Gesellschaft zum Ausdruck bringen. Unsere jetzige Zeit braucht dringend den Ausgleich durch Glauben und Spiritualität. Vollmond in der Jungfrau ist die beste Zeit, um Fastenkuren oder Ernährungsumstellungen zu beginnen. Alles rund um die Gesundheit ist zu diesem Vollmond ein ganz guter Tipp. Am nächsten Tag, den 17. März, wechselt der Merkur von dem Tierkreiszeichen Wassermann in die Fische. Im emotionalen Wasserzeichen Fische kann Merkur sich sehr intuitiv und sensibel in jeglicher Kommunikation ausdrücken. Zurzeit gehören Fakten nicht unbedingt zu seinen Favoriten. Wer sich allerdings spirituell weiterbilden möchte, ist mit Merkur in den Fischen ganz gut beraten. Endlich ist es soweit. Am 20. März ist Frühlingsbeginn. Hier wechselt die Sonne vom Tierkreiszeichen Fische in den Widder. Von nun an werden die Tage wieder länger als die Nächte und mit der Widderenergie haben wir in dieser Zeit starke Kräfte für uns selbst und für die Natur. So sind wir nun am zweiten Neumond dieses Monats am 30. März angekommen. Dieser Neumond in Widder steht in Konjunktion mit Uranus und im Quadrat zum Pluto und Steinbock. Damit aktiviert der Neumond das langjährige wirksame Quadrat der langsam laufenden Planeten Uranus und Pluto, welches für die ganzen Umwälzungen und Krisen unserer Zeit steht. Im Widder geht es um Aufbruch und Neuanfang. Welche Altlasten verhindern den Neuanfang, sollten wir uns fragen. Das gilt sehr wohl auch für die Gesellschaft, in der wir leben. Vielleicht kann uns der Neumond die Energie liefern, mit etwas ganz Neuem zu beginnen oder uns vor dem zu befreien, was uns daran hindert. Und so wünsche ich Ihnen alles Liebe, bis zum nächsten ersten Freitag des Monats. Musik.